Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück bei dieser Episode The Walking Zombie 2. Wir suchen die nächsten drei Gegner, weil sie möchten getötet werden. Zumindest steht das auf dem Plan. Das machen wir damit. Und aus der Distanz, den haben wir. Es ist nur der rechts, der da. Okay. Den tappen wir auch weg. Und dann werden wir halt mal schauen. Wir werden das Zeichen der Schlitzer stehlen. Dann freut sich nämlich die Chica, wenn wir das erledigt haben. Und das freut uns, weil wir dann mehr Geld machen können. Und schauen wir mal, was wir so Neues erfahren in The City of the Sun. Ich meine, hier werden sicherlich noch ein paar Leute auftreten, oder? Vielleicht auch nicht. Ich meine... Hier dreht noch ein paar Leute auf, ganz offensichtlich. Ich muss auf jeden Fall mehr Munition kaufen. Was die AK angeht. Weil dummerweise geht die mir irgendwie häufig aus. Da unten warten noch mehr. Den holen wir uns mit der AK. Na komm. Mehr ist hier erstmal nicht. Nur da drüben. Soderle, ich bin da. Gibt es ein geheimes Klopfzeichen? Okay. In engen Räumen zu schießen kann gefährlich sein. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber die Patronen könnten theoretisch abprallen und jemanden treffen, den ihr gar nicht treffen wollt. Zum Beispiel mich. Ich meine ja nur. Habt ihr niemals Sherlock gesehen? Anscheinend nicht. Sonst hätte ich auch gewusst, dass das niemals gut ausgeht, mich zu attackieren. Nicht, dass ich Sherlock wäre, aber ihr wisst schon, was ich meine. Okay. Auf Wiedersehen. Da machen wir ganz kurz einen Prozess. Stopp. Stopp. Stopp, stopp, stopp. Stopp, ich habe was zu essen dabei. Das trinken wir auch gleich. Jetzt wäre der Berserker doch besser gewesen. Wenn ich kurz vor dem Tod bin, mehr Damage zu machen. Aber vergesst es. Holla, die Waldfee. Finden wir hier vielleicht irgendwas Nützliches noch? Nee, natürlich nicht. Ich weiß nicht, ob ich wissen möchte, was hinter dieser Tür ist. Viel eher ist die Frage, wer ist hinter der Tür? Es ist der Zong in neuem Gewand. Ich finde es nicht gut, wenn du schießt. Moment. Erst dich töten, dann dich töten. Manometer, meine Munition ist bald alle. Meine HP ist auch immer wieder kurz vor knapp. Diese Gegner sind echt fies. Ich glaube, ich sollte mich noch besser vorbereiten auf die...
Gibt es hier irgendwas, was ich mitgehen lassen kann, bitte? Sieht nicht so aus. Aber wir haben hier ein Fass, das ich gleich verwenden werde. Jetzt kommt keiner. Doch, da kommt wer. Komm her. Tschüss. Gut, dass es mir keinen Schaden macht. Ist es realistisch? Auf gar keinen Fall. Aber da habe ich jetzt gar kein Problem mit. Ein langer, enger Gang. Da ist die Shotgun definitiv eine gute Wahl. Dumm, dass sie auch eine Shotgun haben und ich hier drin kaum ausweichen kann. Aber bei ihm schon. Er ist nicht der hellste. Das haben wir schon festgestellt in den bisherigen Folgen. Dass der Punker nicht wirklich gut ist im Zielen. Okay. Immer noch nichts, was ich mitgehen lassen kann. So, wir haben eine. Wir haben eine Flashlight, die wir notfalls nutzen können. Sonst nichts mehr. Die Munition bringt mir nichts. Ich muss mit der Shotgun hantieren. Für den Fall das bist du aber durchgeladen, oder? Nein. So, Dalla, jetzt können wir reinkommen. Klopf, klopf. Nein, das wollte ich nicht. Das schaffe ich nicht. Niemals. Keine Chance. Jetzt bin ich gefangen. Ich bin tot. Ja, keine Chance. Keine Chance. Als ich da die Tür geöffnet habe, war mir klar, ich bin sowas von tot. Mm-mm. Da war null zu machen. Aber sowas von null zu machen. In Ordnung. Wir verkaufen den ganzen Schrott. Das verkaufen wir. Das verkaufen wir. So, bevor wir da reingehen, müssen wir einmal ganz kurz ausrüsten. Wir nehmen alles mit, was wir an Munition haben. Was nützlich ist natürlich. So, du bringst mir nichts, du kommst raus. Die Dietriche brauche ich auch erstmal nicht. Was wir ebenfalls mitnehmen, sind Granaten. Viele Granaten. Wir werden da reingehen wie, ja. Ich würde sagen, wie Rambo gehen wir da rein. Für den Anfang ist es vielleicht besser, die hier zu nehmen. Und die... Ach, die hat beides das. Habe ich keine Waffe mehr, die 9 mm hat? Nee, habe ich verkauft. Ich bin so clever. Ich bin ja sowas von clever. Du hast Magazingröße 12. Ich habe nicht genug nicht genug Geld. Dafür auch nicht. Dafür erst recht nicht. Hierfür hätte ich genug Geld, aber ich habe gar nicht so viel Schrot. Flintenhülsen. 40 Schaden machst du. Du machst 50, du bist besser. Dann gucken wir nochmal beim anderen Händler noch nach. Wir reden mit Postman und holen uns unsere Belohnung ab. Quest ist erledigt. Hast du noch ein bisschen Munition? Klar, was hätte ich gerne? 762, dankeschön. Nächster Auftrag, Sabotage. Werde ich machen, irgendwann. Doch vorher will ich diese Aufgabe mit diesen blöden Banditen fertig machen. Die kriegen jetzt was ab.
Schrotflinten. Die Remington hat auch Schrotflinten, also nichts für mich. Ich habe halt nicht so viel Munition, gell? Ich meine, Shotgun-Muni kann ich mir noch kaufen. Bringt mir leider nicht viel. Das muss ich mir leider auch mitnehmen. Konzentrationsbooster. Plus 10 Sprache, plus 20 Handel. Ist das nicht ein bisschen dumm? Aber gut, da wollen wir mal nicht drüber diskutieren und philosophieren, inwiefern da etwas sinnvoll ist. Was nicht sinnvoll ist, ich habe keine Medikamente, das heißt, ich muss mit mehr Essen reinziehen. Sonst komme ich da gar nicht mit herum. Boom, macht was. Bewegungstempo, das werde ich am Ende brauchen. Essen nehmen wir ebenfalls mit. Essen nehmen wir richtig viel mit. So, du hast nichts zum Heilen. Nein, hast du nicht. Ich glaube, der andere Kollege hatte auch nichts mehr. Wir schauen nochmal nach und dann springen wir da rein. Ich will diese Aufgabe schaffen. Kann also sein, dass die Episode länger wird. Nee, leider nicht. Leider nicht. Gut. Das war genug Vorbereitung. Jetzt springen wir rein. Zum Damm. Oder? Ja, zum Damm. Die Tür, das Türinterview. Interessante Voraussetzungen, um da einen Job zu kriegen, muss ich sagen. Wir betreten das. Das Problem ist, ich muss wieder von ganz oben anfangen. Was mich ein bisschen nervt, wenn ich ehrlich bin. Aber gut. Essen kann ich da nicht reinpacken. So. Der hat aber schön ausgeräumt erstmal. So, wir müssen wie immer erstmal mit der Shotgun agieren, weil von der AK habe ich kaum noch Muni. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, sagte ich. Ich regeneriere ja relativ gut HP. Ach, der sitzt vor mir. Der Zwerg. Ich habe mich gerade gewundert, woher kommt denn der Damage? Mandomeda, was gibst du mir? Bis zu 60 HP. Die müssen wir mitnehmen. Da komme ich auf die Distanz nicht an. Also müssen wir wieder tappen. So, das war der achte. Schaden 8 von 5. 8 plus 15. Ja gut, da macht es eh keinen Sinn, die andere mitzunehmen. Die hätte ich da lassen sollen. Ach so. So, mein Freund, du kriegst eine davon. Die ist zu kurz, oder? Wir müssen uns leider aus der Distanz erstmal treffen. Jetzt gehen wir auf Nahkampf, weil hier die Treppen die nächste Aktion sind. Das ist wieder einer dieser Ausrastertypen.
Leider hält er viel aus und er macht auch viel Damage. Vor allen Dingen, wenn ich mit einer Shotgun auf die Distanz gehe. Ihr könnt euch auch gegenseitig ein bisschen Damage machen, habe ich kein Problem mit. Was sowieso passiert, wenn ich in der Schusslinie stehe. Auf Wiedersehen. Manometer. Geht mir das auf den Sack. Aber gut, wir müssen da wieder rein. Das heißt, wir haben jetzt wieder die ganzen Räume vor uns. Dementsprechend wird die Folge deutlich länger als erwartet, nehme ich an. Aber gut. Gut, vielleicht auch nicht, weil vielleicht bin ich vorher tot. Ja, bin tot. Funktioniert echt super. Ich habe nicht genug Munition. Keine Chance. Mit der Shotgun komme ich nicht weiter. Das bisschen, was ich da verloren habe, ist mir egal. Ich krieg beim Händler nichts, weil ich warten muss, bis er reset. Und damit ist die Folge doch kürzer als gedacht. Weil ich habe keine Chance. Ich habe keine Munition. Mit der AK kann ich nicht schießen, weil die 1300 Schuss sind weg wie nichts. Die Waffe ist totaler Unsinn. Ich glaube, die verkaufe ich dem. Die kann er geschenkt haben. Ja, die kann er haben. Viel Spaß. Die bringt mir gar nichts, die Waffe. Nimmt mir nur Slots weg, wenn man es ehrlich nimmt. Ansonsten muss ich schauen, wenn sich das Rad wieder gewendet hat. Sprich, wenn die Items im... Wie heißt gleich? Na komm, wie heißt es denn? Die Items im Händlerkarussell quasi im Angebot wieder besser sind, dann greife ich darauf zu. Das dauert. Entweder könnte ich es jetzt für 10 wechseln, aber das bringt mir nichts, weil die Folge eh schon zu lang werden würde. Dementsprechend lassen wir es sein. Ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten. Hoffentlich bis zur nächsten Folge The Walking Zombie 2. Dann einen schönen Tag und auf Wiedersehen.